Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Tipp des Monats zum Thema To-Do-Listen in SuccessFactors. Gerade für Anwender, die eher unregelmäßig und nur für bestimmte Aufgaben ins System gehen, ist die To-Do-Liste hilfreich, aber auch regelmäßigen Anwendern hilft sie, den Überblick über die anstehenden Dinge zu behalten. Wie Sie wissen, ist die To-Do-Liste modulübergreifend und enthält bestimmte Aufgaben, die vom Anwender oder der Anwenderin als Teil eines Prozesses oder eines Workflows erledigt werden müssen. Das könnten zum Beispiel Freigaben sein, Beurteilungen oder Bewertungen. Den Zugriff über die Kacheln hier auf der Homepage, den kennen Sie ganz bestimmt. Aber kennen Sie auch das Icon im Header? Hier zeigt Ihnen die angezeigte Anzahl dauerhaft auf jeder Seite im System die Anzahl der ausstehenden To-Dos und Sie können auch von überall, nicht nur hier von der Startseite, darauf zugreifen und darauf abspringen. Wenn Sie auf die Zahl klicken, öffnet sich die Liste mit den Details. Hier bekommen Sie eine Übersicht, welche Aufgaben zu erledigen sind und wie viele. Klicken Sie auf das Item, erscheint eine deutlich detailliertere Listung, von der Sie auf die einzelnen Aufgaben abspringen können. Wie auch auf der Startseite erscheinen die Items hier so lange in der Liste, bis sie entweder erledigt oder abgelaufen sind. Übrigens erscheinen die To-Dos auch in der Mobile-App, wenn Sie die nutzen. Ich hoffe, dieser kleine Tipp hat Ihnen gefallen. Tschüss und bis zum nächsten Mal.